So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren im Urlaub, Pupsi hat was gesehen, hat das direkt mitgenommen. Da gab es so im Marktkauf, ne, Flaschen von Filanka. Filanka. Da ist so ein komischer Büffel drauf oder ein Stier oder was weiß ich. Das ist vielleicht auch einfach nur noch Knossi. Ne? Das ist Knossi Cola Filanka. Hier haben wir Filanka Cola. Oh, Cola trifft Orange. Und wir haben noch eine dritte. Und zwar diese Filanka Fassbrause Erdbeer mit Erdbeergeschmack. Überall ist Knossi drauf. Das ist richtig genial. Da gab es kästenweise so viele Sachen. Das sind ja alles Bügelflaschen. Ich glaube, es gab bestimmt 10 verschiedene Sorten. Auch was mit Rhabarber, irgendwas mit Kirsch, irgendwas mit... Ich habe keine Ahnung, irgendwelche komischen Sachen. Kirsch ist ja schon das Komischste, was es gibt auf der Welt. Pupsi hat gesagt, sie will einfach mal 3 Flaschen mitnehmen zum Probieren. Ich kann die ja mal kurz testen, weil sie trinkt gern Cola, Cola Orange und Erdbeer ist sowieso immer cool. Die halten wir jetzt mal kurz in die Kamera. Die Knossi-Limonade. So. Total bescheuert aus. Haben hier ein Tasting-Glas und dann haben wir hier das große Ernesto-Glas, wo wir alle 3 zusammen probieren wollen. Die 2 stellen wir mal rüber und fangen mal mit der ganz normalen Cola an. Filanka Cola, alkoholfrei und vegan. Unsere Filanka Cola ist eine Mecklenburger Spezialität, prickelnd und erfrischend. Sie wird nach eigener Rezeptur und frischem Filanka Quellwasser hergestellt. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. So, so muss das klingen, wenn es aufgeht. Jetzt füllen wir es mal hier ein. Die Hälfte auf dem Tisch, das sieht auch sehr gut aus. Farbe sieht man ja, ist halt Cola, hat eine Cola-Farbe. Obwohl es ganz normale Cola ist, schmeckt es für mich jetzt schon wie eine Mezzo-Mix, wie eine Schwipp-Schwapp, einfach wie eine Spezi, weil die irgendwie auch so eine süßliche, fruchtige Komponente hat. Also ganz normale Cola schmeckt jetzt schon wie Cola-Mix. Da bin ich mal gespannt, was die Cola-Mix kann. An sich trotzdem aber prickelnd, erfrischend, eigentlich angenehm. Würde ich vielleicht sogar nochmal kaufen. Filanka Cola O. Cola trifft Orange. Steht da jetzt genau das gleiche draus. Unsere Filanka Cola O ist eine Mecklenburger Spezialität, prickelnd und erfrischend. Sie wird nach eigener Rezeptur mit frischem Filanka Quellwasser hergestellt. Also machen wir das auch mal aus, auf die Filanka Brauhaus GmbH, Lindenplatz 1 in Filang. Haben die auch Bier? Das klingt gut, wir füllen mal ein. Da ist wieder was auf den Tisch gekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, vielleicht schmeckt das ja noch ganz normaler Cola, wenn die Cola Mix, die Cola nach Cola Mix geschmeckt hat. Ist natürlich ein bisschen heller, das andere war richtig tiefschwarz. Das hat eher so einen bräunlichen Touch, aber wir probieren mal. Schmeckt auf jeden Fall anders als die normale Cola. Soll fruchtig sein, aber irgendwie hat mir die normale Cola sogar besser geschmeckt als die Cola Mix. Kann ich nicht genau sagen, warum. Ich würde auch nicht sagen, dass es nicht schmeckt. Es schmeckt, ist okay, aber mir gefallen andere Cola Mixe eben besser. Dafür gefällt mir die als Cola besser als manch andere normale Colas. Dadurch mein Urteil, für mich die Filanka Cola bis jetzt das Beste. Cola O, okay, aber nicht so extrem der Hit. Brauche ich nicht unbedingt. Filanka Erdbeer-Fassbrause. Das kann jetzt brechsüß sein oder auch angenehm. Unsere Fassbrause ist eine Mecklenburger Spezialität. Fruchtig, prickelnd und erfrischend. Sie wird nach eigener Rezeptur mit frischem Filanka Quellwasser hergestellt. 18,5% Fruchtgehalt. Kein Alkohol. Hätte ich mit dem Hannes die Filanka-Maß machen müssen, damit wir 3 Sorten Filanka in Dings kippen, aber die mache ich ja theoretisch eh jetzt gleich zum Abschluss. Oh, jetzt sehe ich, das schwimmt auch. Was ist das denn hier? Seht ihr das? Das schwimmt hier unten, ne? Ich muss es mal rumdrehen. Vielleicht sieht man das so nochmal besser. Seht ihr das? Da schwimmt noch die Erdbeerplörre drin rum. Geht jetzt hier hinten hoch. Das heißt, wenn du die trinkst,
aus der Flasche. Tisch. Aus der Flasche, dann Prostmahlzeit. Wir probieren jetzt hier diese Erdbeer. Da sind keine schwarzen Füße drin, so wie in dem Rest der Flasche. Wir haben letztens so Sandmännchen-Erdbeerlimonade getestet. Die war mir viel zu lasch, die hat eigentlich nur noch Wasser geschmeckt, die Erdbeer kam gar nicht wirklich durch. Hier ist die Erdbeer erstmal viel präsenter. Aber irgendwie fehlt mir da dieser frische Kick. Das Quellwasser ist am Start, die Erdbeer ist eigentlich am Start. Eigentlich ist es cool, aber irgendwie, weiß ich nicht, erwarte ich trotzdem noch mehr Erdbeer, noch mehr Süße, noch mehr Erfrischendes, noch mehr Prickelndes. Also es hat mich immer noch nicht ganz überzeugt. Für mich die Vielanger Cola jetzt das Beste gewesen. Wir hauen jetzt aber mal alle drei zusammen hier. Am besten also die Cola O zusammen mit der Erdbeer. Und als Topping dann die normale Cola. So, das sieht schon gut aus. Sieht halt einfach nur nach Schaum aus und nach Cola. Oh. So, das Glas ist voll. Das ist auf jeden Fall brutal. Das werde ich nochmal. Vielleicht sieht das als Thumbnail irgendwie auch besser aus, wenn man diese Flasche von der Vielanger Cola reinhält. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir werden das jetzt hier noch wegziehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses. Und kennt ihr Vielanger? Kennt ihr Vielang? Die Stadt, das Dorf, das was auch immer. Schreibt es mal in die Kommentare. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Hat sich eine richtige Schaumwand gebildet, die sich am Glas abgesetzt hat. Es war wieder beschlagen, es ist eiskalt, es hat so gebrannt und geprickelt gleichzeitig am Hals. Ich glaube, das hilft gegen jede Erkältung. Vielanger Cola, ganz okay, aber ja, Rest ist Pupsi. Ciao.